Kolleginnen, liebe Gäste. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema Geldreform und bin eine ganze Woche hier gewesen und habe mich gefragt, jetzt, als ich da kurz noch meinen Espresso getrunken habe, wozu habe ich eigentlich 30 Jahre, wie habe ich die eigentlich verbracht? In einer Woche haben wir hier das alles bekommen, wozu ich 30 Jahre gebraucht habe. Und ich dachte, mein Gott, was für ein Geschenk auch an die Menschen, die das Thema interessiert und die sich die Zeit nehmen konnten, so wie ich, im wunderbaren Pensionsalter hier dabei zu sein und zu erleben, wie Menschen ein Sachthema mit ihrem Enthusiasmus und vom Herzen her rüberbringen und andere anstecken. Es war für mich eine wundervolle Woche. Ich habe unendlich viel noch dazu gelernt. Wiederholung ist ja auch nicht schlecht. Und ich kann einfach dieser Gruppe hier nur danken und hoffen, dass sie so weitermacht wie bisher. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was kann ich jetzt in der Woche, was kann ich überhaupt noch beitragen, und bin nochmal heute Morgen ganz früh an meine Präsentation gegangen, habe noch das eine oder andere eingefügt und dachte, ich werde mich auf drei Sachen konzentrieren. Die erste Sache, glaube ich, ist mal ganz kurz, obwohl das schon alle gebracht haben, nochmal zu sagen, was muss man eigentlich bringen, wenn man klar machen will, dass diese Geldreform ein Bestandteil des gesellschaftlichen Wandels ist. Das habe ich über 30 Jahre, diese drei Missverständnisse, die ich immer wieder bringe, die ich auch in diesem neuen Buch bringe. Ich habe versucht, die zum Ende zu bringen. Ich habe versucht, die wegzulassen, weil die Leute sagten, Zins, die Politiker vor allem sagten, wenn wir mit dem Zins ankommen, dann laufen uns die Leute gleich weg. Und ich habe das also hin und her gewendet und bin immer wieder zu dieser Ordnung gekommen. Und ich will Ihnen erklären, warum. Weil wenn ich das weggelassen habe, dann wurde überhaupt nicht klar, warum es denn eigentlich zum Beispiel Komplementärwährungen braucht. Also das würde ich gern kurz erklären, aber das kann ich ganz kurz machen. Wer hat dieses exponentielle Wachstum und die Umverteilung über das Geld noch nicht verstanden hier? Keiner meldet sich. Gut. Gut. Also das sind die beiden Punkte, also diese und dann diese Bezug zur Ökologie. Okay, das geht relativ schnell. Dann, also was muss gesagt werden und vielleicht auch ein bisschen wie? Dann würde ich gerne ein bisschen über komplementäre Währungen sprechen. Weil das ist meines Erachtens vielleicht nicht so gut rausgekommen in der Woche, und da denke ich, da kann man noch ein bisschen was dazu tun. Und als letzten Punkt, der geht dann auch wieder relativ schnell, würde ich gerne sagen, was ich vorschlagen würde, die nächsten Schritte sind für die ganze Bewegung. So, das sind so die drei Punkte, und dann fange ich mal an und versuche hier ein bisschen so. Dieser Titel des Spiegels, Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld, wo die Top-Politiker der reichsten Industrienationen stehen und als Marionetten der Zentralbanken dargestellt werden. Diesen Titel habe ich jahrelang benutzt für meinen Vortrag Geld regiert die Welt, doch wer regiert das Geld, weil ich den so passend fand. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, den auf dem Spiegeltitel zu sehen, besonders zu dem Zeitpunkt, wo ein Spiegeljournalist bei dem Verlag anfragte, ob er ein Interview mit mir machen konnte. Das ist leider noch nicht zustande gekommen, aber er hat mir glaubwürdig versichert, das kommt noch zustande. Darauf freue ich mich sehr. Denn es ist tatsächlich so, wir leben mittendrin in der Apokalypse. Weiß jemand hier, was Apokalypse übersetzt heißt aus dem Griechischen? Genau. Etwas, was verborgen war, aufzudecken. Etwas, über dem ein Schleier war, diesen Schleier wegzunehmen, sodass jeder sieht, gerade die Leute, die das nicht sehen sollten, dass jeder sieht, was wirklich los ist. Und wenn ich mir
überlege heute Morgen, ich habe das schon heute in einem kleineren Kreis hier erzählt, als ich meine E-Mails aufmachte, kommt ein Newsletter von einer sehr bedeutenden Finanzinformationsquelle aus England, aus London, wo dieser Mann, der 5000 Finanzinstitute berät, schreibt, es hätte jetzt ein Top-Executive, einer der höchsten Angestellten von Goldman Sachs, hat gerade Goldman Sachs verlassen und erklärt, warum. Ich habe das durchgelesen. Ich würde Ihnen am liebsten den Brief vorlesen, dann braucht man, eigentlich kann man sich fast den Vortrag sparen. Er sagt ganz offen, dass Goldman Sachs seit 2008 etwa nur noch versucht, die Kunden auszunehmen und überhaupt keinen Gedanken drauf verschwendet, was sie den Kunden bieten könnten. Die Kunden werden als Muppets bezeichnet, also mit den niedrigsten Ausdrücken versehen. Und das schreibt jemand, der nachweislich Jahre und Jahrzehnte lang sich höchste Ehren in diesem Finanzinstitut erworben hat. Und das Verrückte war, ich hasse es, beim Frühstück Fernsehen hören zu müssen. In diesem Hotel habe ich gebeten drum, die möchten es abstellen. Nein, das ging nicht, weil einige andere Gäste das wollten. Kaum saß ich und hatte meinen Tee vor mir, kommt über das deutsche Fernsehen genau dieselbe Nachricht. Ein Top-Executive von Goldman Sachs weist also nach, dass sie nur noch Abzocke betreiben. Was das bedeutet, können wir uns gar nicht vorstellen, aber es gehört meines Erachtens zur Apokalypse. Ebenso wie auch Konflikte unter uns zur Apokalypse gehören, nebenbei gesagt, ist meine Meinung. Wir tragen jetzt Konflikte aus, die jahrelang nicht ausgetragen worden wären, aus irgendwelchen Gründen, aber es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist 2012. Und wenn ich habe den Vortrag von Dirk Löhr immerhin mit mindestens zur Hälfte gehört, das ist auch Teil der Apokalypse, dass wir verstehen, wie uns unsere ganze Rechtsordnung, unsere Finanzordnung, wie das alles uns zu unserem Schaden sozusagen organisiert ist und wie wir das neu organisieren müssen und können. Dazu gehört das Geld, dazu gehört all das. Wenn ich mir das angucke, eine IMF-Statistik von 2011, die besagt, dass es zwischen 1970 und 2007 124 Bankenkrisen gab, 326 Währungskrisen und 64 Schuldenkrisen, dann hoffe ich, dass wir hier überhaupt nicht drüber diskutieren müssen, dass dieses ein Systemfehler ist. Dies ist ein systemisches Problem. Und ich warne davor und ich möchte alle, die hier sitzen, bitten, diese Probleme nicht zu personalisieren und zu sagen, und da sitzen die Bösen, ob sie Goldman Sachs heißen oder Rothschild Warburg oder wie sie auch heißen mögen oder Finanzminister, was immer. Diese Leute sind eigentlich für mich alle nur, sie nutzen ein System, was wir alle tolerieren, zu ihrem eigenen Nutzen aus. Und solange wir das tolerieren, würde es überhaupt nichts nützen, wenn wir diese ganzen Leute auf eine Insel packen würden und unschädlich machen würden und sagen, ihr kommt hier nicht runter und könnt auch nicht mehr mit irgendjemandem kommunizieren. Würde nichts bringen, weil nach 20, 30 Jahren hätte uns das System, das Geldsystem, wieder in dieselbe Lage versetzt. Und deswegen bin ich strikt dagegen, da in irgendeiner Weise diese Dinge mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, auf Institutionen. Es ist natürlich schon etwas merkwürdig, dass der neue Präsident oder von Italien und Griechenland und auch der EZB, gerade von Goldman Sachs kommen, ist schon etwas merkwürdig, muss ich sagen. Aber trotz und alledem, ich finde es nützt uns nichts. Wir müssen ans System, die Leute sind nur Marionetten, auch nur Marionetten des Systems, okay? Ich bin froh, dass Sie dem zustimmen.
Dazu gehört natürlich auch die ganze Geschichte mit dem Bundespräsidenten, die ganze Geschichte mit den Banken, Offenbarungseiden, mit dem, wie wir die Banken retten müssen. Und das gehört alles zu diesem Thema. So, also jetzt kommen die drei Missverständnisse, die Sie brauchen, damit Menschen offen werden dafür, dass wir eine Lösung brauchen. Das erste ist eben dieses exponentielle Wachstum im Gegensatz zu dem natürlichen Wachstum. Ich mache es schnell, ja? Wenn Sie es nicht verstehen, melden Sie sich, dann erkläre ich das länger. Dann also ein paar, wenigstens, Sie verstehen das nicht. Okay. Dann muss ich das sagen. Also hier, das ist das natürliche Wachstum aller natürlichen Dinge in der Welt. Menschen, Tiere, Pflanzen, alle hören ab einer optimalen Größe auf zu wachsen. Dann gibt es eben ein zweites Wachstumsmuster, das ist das lineare Wachstum, nicht ganz so wichtig für unsere Analyse. Und dann gibt es dieses exponentielle Wachstum, diese dritte Kurve, das ist die Kurve des Geldes, weil das ist, was sozusagen unser Hauptproblem ist im heutigen Geldsystem, das ist mit Zins und Zinseszins. Und das Entscheidende ist der Zinseszins, weil nur mit Zins wäre es alles nicht so schlimm, aber mit Zins und Zinseszins wächst jedes Geldvermögen exponentiell. Und das sieht man eben an diesen Kurven, bei 1% dauert es 72, bei 3% 24, bei 6% 12 und bei 12% 6 Jahre. So, und jetzt kommt eine Frage an Sie. Für mich ist das wirklich das zentralste Problem überhaupt bei diesem Erklären dieses Fehlers, dass wir alle nicht richtig verstehen, was exponentiell, die ganze Destruktivität des exponentiellen Wachstums. Ich möchte es an einem ganz kleinen Beispiel klar machen. Wenn Sie die Wahl hätten zwischen, Ihr Chef bietet Ihnen an, 10.000 Euro pro Woche für ein Jahr, 52, 520.000, kann jeder in einer Minute ausrechnen, oder ein Pfennig in der ersten Woche, zwei Pfennig in der zweiten, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Pfennig. Was würden Sie nehmen? Wer würde die 10.000 Euro nehmen? Keiner. Wer? Jetzt würden Sie alle den Pfennig nehmen, aber jetzt sagen Sie bitte, raten Sie doch bitte mal, was an der 52. Woche rauskommt. Eine, bitte, ich höre. Eine, bitte. Millionen, Milliarden, was? Milliarden. Milliarden? Billionen? Mehr? Wer bietet mehr? Bitte? Trillionen. Aha, okay. Also ich wollte eigentlich nur beweisen, es ist exakt, nehmen Sie doch bitte mal ein DIN A4 Blatt mit Kästchen und fangen Sie oben rechts an mit einem Pfennig und es endet gerade mit 52 Wochen aus der untersten Linie. Dann wissen Sie endlich, was exponentielles Wachstum bedeutet, weil es kommt bei der 52. Woche kommt raus, 45 Billionen Euro, das ist 2/3 des gesamten Bruttosozialprodukts der Welt. Und alles, was ich da beweisen möchte Ihnen, ist, dass wir es weder intuitiv noch rational erfassen können, was exponentielles Wachstum bedeutet. Und ich habe jahrelang, bin ich mit dem einen Pfennig durch die Welt gezogen und dann zu Jesu Christi Geburt und dann im Jahr 2000 und so weiter, was auch Herr Müller noch benutzt hat und viele noch benutzen, dann sagen die Leute, weil ja keiner will so richtig ran, anzuerkennen, dass er was nicht versteht. Kein Mensch möchte das. Und deswegen sagen die dann, naja, das zählt ja nicht. Es hat ja nie eine Bank gegeben, die 2000 Jahre existiert hätte. Also können wir das Beispiel vergessen. Und sofort wird das abgewehrt. Und diesen Abwehrmechanismus zu überwinden, da etwas zu verstehen, was wir in der Schule nicht gelernt haben und auch eigentlich in keinem anderen besonderen, ich wüsste nicht, in welchem Berufszweig man da drauf so stoßen würde, außer vielleicht Mathematik. Also das ist schon schwierig. Deswegen, ich schenke Ihnen dieses wunderbare Beispiel, benutzen Sie es, um Menschen klarzumachen. Es geht nicht darum, jemand als dumm zu bezeichnen oder Nichtwissen nachzuweisen. Es geht einfach nur darum, dass wir endlich verstehen, oh, da ist was, was wir überhaupt nicht begreifen. Und dann kommt sowas bei raus, nicht? Und ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Da sitzen also zwei arme Banker vor einer Horde von Journalisten und müssen sagen, leider wissen wir noch nicht genau, mit welchen Ziffern die Zahl anfängt und aufhört. Ja, und das war in der Süddeutschen 2008.
Das zweite Missverständnis, was ganz wichtig ist, versteht jeder sofort, wenn Sie es den Leuten sagen, dass ein Zinsanteil in allen Preisen enthalten ist. Das sind alles Grafiken und Statistiken von Helmut Kreutzer, das er genau recherchiert hat. Und wir haben das zum großen Teil bei Neuauflagen unserer Bücher immer wieder nachgeprüft. Das ist wirklich mit dasselbe. Bei Müllabfuhr sind es 12%, beim Trinkwasserpreis 38%, bei der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau 77%. Sagen die Leute, das kann doch nicht wahr sein. Aber eine Sozialwohnung, rechnet man damit, die sie 100 Jahre hält. Und wenn nach 25 Jahren der Zins abgezahlt ist, für das Kapital, mit dem das erbaut wurde, wird ja die Miete nicht geringer. Also geht es in der Miete über 100 Jahre. Es sind viele Menschen, die das nicht begreifen, weil der Zins ja nicht... Was bedeutet A, B, C, D, E? Also das bedeutet A, bedeutet Personalkosten, B, bedeutet Kapitalkosten und so weiter. Und das sind eben unterschiedliche Anteile. Ich habe das hier rausgelassen zur Vereinfachung. Wenn Sie, also ich sage immer, die drei Missverständnisse, die alle verstanden haben müssen, überhaupt zu verstehen, dass wir dieses Geldsystem verändern müssen, das sind nur drei von etwa 30 Missverständnissen. Helmut Kreuz hat dieses Buch, wunderbare Buch geschrieben, 29 Missverständnisse oder Fehler im Geld. Also jedenfalls, das ist ein ganz, ich bin eine kleine Schülerin von Helmut Kreuz, von dem ich übrigens auch diese Sache, durch den ich den begriffen habe. Und das ist jetzt das dritte Missverständnis und das ist für mich das Allerwichtigste nach diesem exponentiellen Wachstum, was man begriffen haben muss, dass man nämlich sagen kann, nun ja, es ist ja ein gerechtes System. Jeder zahlt Zinsen in den Preisen, jeder bekommt Zinsen, wenn er Geld anlegt oder spart. Jedenfalls meistens. Und deswegen können wir uns doch eigentlich überhaupt nicht beschweren. Aber wenn man mal die deutsche Bevölkerung in 10 gleiche Teile aufteilt und guckt, wer von den Zinsen profitiert und wer draufzahlt, dann sieht man eben, dass 80% draufzahlen, mehr als die Hälfte im Durchschnitt. Bei 10% ist es etwa ausgeglichen und die letzten 10% und in Wirklichkeit sind es wirklich die letzten 1%, die im immensen Maße profitieren, die kriegen alles das dazu, was die anderen 80% verlieren. Und dann sollten Sie auch immer eine Zahl nennen, damit den Leuten klar wird, was da an Ungerechtigkeit los ist, nämlich dass in Deutschland etwa 600 Millionen Euro pro Tag umverteilt werden, von denen, die für ihr Geld arbeiten, zu denen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Und dann dürfen Sie auch die Frage stellen, nicht wahr, hat schon mal jemand Geld arbeiten sehen? Die Frage, da hat sich noch nie jemand gemeldet. Es ist eben so einer der Euphemismen, die die Banken brauchen. Ich behaupte, dass die Banken einen Nebel um das Geldsystem kreieren, damit ja keiner richtig den Durchblick hat. Und wir lassen uns da gerne einlullen und weil wenn die Banken sagen würden, ach, legen Sie doch bitte Ihr Geld an, damit wir das umverteilen können zugunsten der letzten 10%, würde das vermutlich kaum jemand machen. Ein Ergebnis, zwei oder drei Folgen von insgesamt, also man könnte den ganzen Abend über die Folgen reden, das exponentielle, die exponentiell wachsen Schulden und Vermögen, ja, also unser Wirtschaftsminister Herr Schäuble sagt ja immer, wir müssen sparen, wir müssen tatsächlich unsere Staatsschulden abbauen. Die sind ja natürlich auch immens gewachsen, ja, wenn man sieht hier, das sind also die Geldvermögen, hier sind die Schulden und die Zuwächse, das ist der Staat, das sind die Unternehmen, das Gelbe und das Weiße sind die privaten Haushalte. Da sieht man schon genau, wer von der Sache profitiert und bei den privaten Haushalten sind es eben die letzten 1% letztlich, die in einem unglaublichen Maße profitieren. Aber eigentlich müsste Herr Schäuble auch sagen, wir müssen die Schulden abbauen und dazu gehört natürlich leider auch, dass wir ein paar Vermögen abbauen müssen oder überhaupt Vermögen abbauen müssen. Das wird immer leider verschwiegen, weil das könnte ja eventuell Leute verschrecken, die dann sagen, also die Partei will ich natürlich überhaupt nicht, die noch auch noch Vermögen abbauen wird. Ja. Das Allerschlimmste für uns alle, und da sind wir uns mit den Bankern einig, nicht, ist das exponentielle Wachstum der monetären Transaktionen auf den Weltmärkten. Und das finde ich schon irgendwie faszinierend, diese Grafik, wenn man sieht, wie von den 70er Jahren bis zu 2007, also die spekulativen, das ist nur Spekulation im Währungsbereich,
gewachsen sind, während hier unten diese kleine grüne Linie, das ist alles, was wir brauchen, um alle realen Güter, Dienstleistungen inklusive Tourismus und so weiter auszutauschen. Und die kleine Delle da in der Mitte, das war der Euro, der uns dann ein paar Jahre beschert hat, dass im Euroraum nicht mehr spekuliert werden konnte mit Währungen. Aber wenn man die Spitze mit der obersten Spitze verbindet, dann sieht man, das exponentielle Wachstum ist ungebremst weitergegangen. Und das ist wahrscheinlich eines Tages, eines Tages wissen die Leute, die da mitmachen, dass das nicht mehr weitergeht. Und was passiert dann, was Herr Löhr sagte vorher, dann geht die Spekulation ins Land. Dann werden Ländereien aufgekauft und an dem Punkt sind wir jetzt und dann können, also wir haben das 2000 in Neuseeland erlebt, die Bauern konnten überhaupt das Land nicht mehr kaufen, weil das konnten sie nie produzieren, was das kostete. So, das sind das, also diese paar, so ein paar Highlights muss man parat haben, wenn man Menschen überzeugen will, dass wir wirklich was anderes brauchen. Und eigentlich gehe ich dann immer sehr schnell zu den Lösungen über. Und das genialste System in 30 Jahren Erfahrung, das Einzige, was im heutigen Geldsystem funktioniert, ohne dass wir eine Parallelwährung anschaffen müssen, ist das sogenannte JAK-System. Im Schweden kommt von Jord, Arbeit, Kapital. Und die hatten eine Frau übrigens, die denen etwas Geld geliehen hat, den Bauern. Seit 1965 existiert das. Und damit konnten Kredite vergeben werden. Man spart erstmal ein bisschen an, wie das auch im Bausparverträgen ist. Dann bekommt man Bonuspunkte und die Kreditnehmer bekommen ihren Kredit. Und während sie den Kredit zurückzahlen, bauen sie schon wieder ein Sparvermögen auf. Das ist kein freiwilliges Sparen, sondern Zwangssparen. Und diese blaue Linie sind die Kosten der Bank. Und am Ende, wenn der Kredit zurückgezahlt ist, dann haben Sie 90% dessen, was Sie an Kredit aufgenommen haben, als Sparvermögen und können das dann benutzen. Nach 6 Monaten können Sie das abheben und können damit Ihr Haus dann wieder renovieren oder es verschenken oder ein großes Fest feiern, was viele tun, die nämlich vergessen haben, dass sie eines Tages dieses Sparvermögen bekommen. Und hier ist eine Vergleich eines Bank- und eines JAK-Kredits, der zeigt, wie das funktioniert. Also der Kredit geht in beiden Fällen über 200.000 schwedische Kronen, über 25 Jahre, selbe Zeitraum. Aber da wird es anders, bei monatlichen Rückzahlungen, 8% bei der Bank ist 1.560 Kronen, während bei der JAK-Bank sind es Rückzahlungen von 660. Dazu kommt die Arbeit der Bank, die etwa 2% beträgt oder in diesem Fall eben 1%, aber das ist so zwischen 1 und 2%. Und dann kommt diese Spargeschichte, das ist dieser Teil hier, der Sparbetrag nochmal 600 Kronen. Das heißt, der monatliche Gesamtbetrag ist in beiden Fällen ungefähr 1500 schwedische Kronen. Und über 25 Jahre ist das auch nicht so unterschiedlich, 470.000 bei der Bank und 450.000 bei der JAK-Bank. Nur der Unterschied ist, bei der Bank haben sie 0 am Ende und bei der JAK-Bank eben 90%. Das ist für die meisten Leute erstmal völlig unverständlich, aber bei Ihnen hoffe ich, dass das ganz klar ist, warum. Es ist einfach ein Recycling-System von Geld. Ja? Und der Kreditnehmer, die Menschen nehmen zeitverschoben beide Rollen ein. Einmal Kredit zu nehmen und einmal Sparer zu sein. Und das erzeugt auch eine andere Art von Mitgliedschaft in dieser Bank. Und das Interessante ist, die Risikoabsicherung etwa 6%, also von 12.000 Euro, schwedische Kronen zu Anfang, wird zurückgezahlt, wenn das Risiko nicht eingetreten ist. Wenn also alle Sparer in diesem Jahr ihre Kredite zurückgezahlt haben, dann kriegen die alle ihre Risikoprämie zurück. Und das heißt, wenn einer von denen in Probleme gerät bei der Rückzahlung, dann treffen die sich, besprechen, wie sie dem helfen können, damit er den Kredit zurückzahlen kann. Es ist also wirklich eine andere Art von Bank, auch eine andere Art von Bank als unsere Volks- und Raiffeisenbanken. Nicht? Also da passiert sowas ja auch nicht. Also das finde ich schon ein sehr geniales System und es gibt
einige Banker auch und Menschen, die im Moment die versuchen, sowas in Deutschland einzuführen. Ein großes Problem in Deutschland, was wir haben, ist, dass ein zinswerter Vorteil versteuert werden muss. Das heißt, damit ist ein Teil des Vorteils wieder zunichte gemacht. Also dieses Zinssystem ist sowas in allen Gesetzen verankert in Deutschland. Es ist unglaublich schwer, es zu umgehen und da was anderes zu machen. Ich finde auch immer wichtig zu unterscheiden, diese vier Anteile im Zins. Also bei 8% wären das Arbeit der Bank 1,7%, Risikoprämie 0,8% und Liquiditätsprämie etwa 4%, Inflationsausgleich, so, das ist so über die letzten 10, 20 Jahre, 1,5%. Und wenn man eine verteilungsneutrale Währung hätte, wie Dieter Suhr das genannt hat, also das JAK-System, könnte man also ja sagen, die Arbeit der Bank würde sich auch sicher reduzieren lassen bei den heutigen Technologien. Man würde weiterhin die Risikoprämie haben, aber man käme praktisch mit 2% aus an Kreditkosten. Und wenn man das wieder umrechnet, also das ist ja nur ein Viertel der Kreditkosten, wenn man das mal, wenn man das flächendeckend einführen könnte, ganz Deutschland, und damit auch die Geschäftsleute, die Kredite aufnehmen, im Durchschnitt preiswertere Waren liefern und diesen Zinsvorteil weitergeben würden, könnte man sagen, in dem heutigen System zahlen diese Durchschnittsjahreseinkommensbezieher von 30.000 Euro, die würden jetzt im Moment etwa 12.000 Euro bezahlen und in diesem verteilungsneutralen oder JAK-System 3.000. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten diese fantastischen Summen, diese Milliarden, die wir investiert haben, um diese Großbank zu retten, in solche Systeme reingesteckt, ja. Es wäre der Traum überhaupt für alle kleinen und mittleren Unternehmen, die meisten Arbeitsplätze schaffen. Also nicht zu fassen, wenn wir wirklich einmal durchdringen sollten mit unseren Forderungen und Modellen und so weiter. Ja, dann komme ich zu den sogenannten Komplementärwährungen. Das sind also ergänzende Währungen, die ich seit 2001 im Urlaub in Griechenland fiel mir ein, dass ich sagte, es müssen endlich Beispiele her. Es nützt nichts weiter, Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten. Ich habe die Nase voll. Was können wir machen? Und dann dachte ich, ja, aber diese kleinen Lettsysteme, die kleinen Austauschsysteme überall, wenn man da 5% dessen, was man zum Leben braucht, bekommt, dann ist das schon viel. Und das merkt man kaum an irgendwelchen Einsparungen, also geldliche Art. Ich dachte, und außerdem, bis die Nationalwährung umzustellen, das schien mir dann doch ein bisschen zu utopisch. Also habe ich gesagt, aber dazwischen gibt es eine Ebene, nämlich die regionale Währung, die regionale Ebene. Und die ist noch nicht besetzt von Ansprüchen irgendwelcher Art. Und da könnte man vielleicht sagen, das ist sozusagen die Region, ist die gefühlte Einheit, wo Leute das Gefühl haben, dazu gehöre ich. Das ist sozusagen meine Region und da möchte ich was für tun. Und bitte? Da bin ich daheim. Ja, genau. Also so, ja, wirklich. So ein Gefühl, und da dachte ich, das könnte doch klappen, dass man sagt, eine Regionalwährung, und mit der Regionalwährung unterstützt ihr eure Region. Also es gibt natürlich auf allen Ebenen lokale, regionale. Wir haben Modelle für nationale, internationale und globale Währungen. Und da möchte ich Ihnen jetzt, also das ist eigentlich der Hauptteil dieses Vortrags, da möchte ich Ihnen einfach einige Beispiele zeigen, um Mut zu machen auch. Also es ist unglaublich, was einzelne Leute da geschafft haben und so weiter. Und wie jetzt in ganz vielen Ländern, also es gibt Tausende von diesen Komplementärwährungen tatsächlich. Und dann gibt es eben auch noch für verschiedene Zwecke Währungen. Also Zeitvorsorge, ich zeige Ihnen gleich, wie so ein Zeitvorsorgesystem aussieht. Es gibt Gesundheitswährungen, Bildungswährungen, Energiewährungen. An dem Beispiel Bildungswährung werde ich gerne mal zeigen, wie die Unterschiede sind zwischen der nationalen und so einer Komplementärwährung im etwas Detail. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, also ich fange einfach mal an mit einer Zeitwährung. Das scheint mir das aller einfachste zu sein. Und es ist möglicherweise auch das erste Modell, was in Deutschland eingeführt wird, beruhend auf einem japanischen Modell, was ein Justizminister eingeführt hat
in den 1995, als er sah, dass die Rückstellungen für ältere Menschen in Japan nicht ausreichten, um den älteren Menschen eine wirklich angemessene Pflege zukommen zu lassen, hat er einen Vorschlag gemacht, Stundengutschriften, also das sind dann, das nennt sich Furuya Kippo, Pflegeticketsystem, den Menschen zu geben, die ein bisschen jünger sind und älteren Menschen helfen können. Das müssen nicht ganz junge Leute sein, das können auch mittelalterliche Leute sein oder sogar ältere Leute, die noch rüstig sind. Und diese Stundengutschriften können diese Leute dann entweder benutzen für sich selber oder für Freunde oder für Eltern in einem anderen Landesteil. Das heißt, dieses ganze System ist lokal, regional koordiniert und landesweit auch organisiert, sodass man diese Gutschriften auch überweisen kann. Und davon profitieren Millionen ältere Menschen in Japan. Und das Interessante ist, wenn diese älteren Menschen die Wahl haben, zwischen diesem Pflegedienst, diesem Freiwilligen und einem professionellen Pflegedienst, dann nehmen sie meistens den Freiwilligen, weil die Leute anders motiviert sind. Ganz einfach. Ja, das ist nicht diese professionelle Dienstleistung, sondern die wollen das machen. Und das ist eine völlig andere Sache. Und was man dazu dann eben auch sagen kann, ist, eine Stundenwährung ist tatsächlich total inflationsfrei. Deswegen bräuchte man hier auch keinen Umlaufimpuls oder Fließimpuls, weil eine Stunde ist eine Stunde heute Morgen und vermutlich in 20 Jahren auch noch. Also da, das ist der Riesenvorteil bei den Zeitbanken. Dann alle kennen Sie, wer kennt das Modell Wirtschaftsring nicht? In der Schweiz gibt es da noch Bedarf. Okay, das sind doch ein paar Leute. Also den gibt es seit 1934. Da war nämlich die Situation ganz ähnlich wie heute in Deutschland und in der Schweiz nicht so, aber in Deutschland, dass die kleinen und mittleren Unternehmen einfach keine Kredite bekamen. Und da haben sich die Diskussion um dieses System ist von Deutschland über Dänemark und so weiter, der Hugo Gottschalk hat das mal nachverfolgt, das ist abenteuerlich. Aber in der Schweiz konnte es sich durchsetzen und halten. Und da sind heute 15 regionale Gruppen entstanden mit 60.000 Mitgliedern, hauptsächlich in den deutsch sprechenden Teilen der Schweiz. Übrigens, das ist interessant, dass auch in den flämisch sprechenden Teilen von Belgien eine solche Währung existiert, in den französisch sprechenden Teil nicht. Und genauso in der Schweiz, in dem französisch-italienischen Teil gibt es dieses Wir-System auch nicht so, aber in den deutsch sprechenden Teilen sind das sehr aktive Mitglieder und mit einem Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Wir. Und was ist der Vorteil jetzt bei dem Wir? Die Wir-Bank in Basel gibt also Kredite in Wir und in Schweizer Franken. Und im Wir-System zahlt man keine Zinsen, man bekommt aber auch keine Zinsen, wenn man Guthaben hat. Und die müssen tatsächlich 5 Leute anstellen, um sicher zu sein, dass die Leute, die zu viel Wir haben, die nicht über Zeitungsanzeigen verbilligt verkaufen. Also das ist so ein bisschen, also ich denke mal, da müsste man nochmal vielleicht nachbessern, wenn man so ein System überträgt, ob man das vielleicht anders lösen kann. Aber das Spannende ist, dass warum bleiben die Leute dabei? Weil das ist eine Währung, die besonders in Notzeiten gut funktioniert. Warum sollte man seine Waren in Wir verkaufen, wenn man sie in Schweizer Franken verkaufen kann? Das ist ja viel einfacher und die kann man überall ausgeben. Aber wenn es mal nicht so klappt, dann geht man doch zu dem Wir über und der Wir hat sich eben bewährt in Zeiten von wirtschaftlichen Abschwüngen. Und wenn der Aufschwung kommt, dann gehen die Leute wieder zum Schweizer Franken. Das hat die Wir-Bank lange Zeit sehr geheim gehalten und empfand das immer als wie so ein, was man nicht so gerne öffentlich macht. Dabei ist das ja natürlich fantastisch, weil was dieses Wir-System macht, es unterstützt eigentlich jede Regierungspolitik, die immer antizyklisch funktioniert, nicht? Die Regierung wird Kredite geben und wird Kredite fördern, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und sie wird versuchen, also alle möglichen Maßnahmen zurückzufahren, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht. Also die normalen Banken arbeiten prozyklisch, wenn es der Wirtschaft gut geht, kriegen sie jeden Kredit, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann sind sie eher zögerlich. Das heißt, die verstärken den Aufschwung und den Abschwung, den Boom- und Bust-Zyklus, während das Wir-System genau das Gegenteil macht. Und dafür ist es eben hervorragend geeignet.
Und da gibt es jetzt auch in Deutschland eine ganze Reihe von Leuten, die da dran arbeiten. Und Hugo Gottschalk gehört auch zu den Leuten, die jetzt im Moment dabei sind, sowas in Deutschland wieder einzuführen. Und zwar galt, ich muss da nochmal zurückgehen mit dem Wir-System. Also es gab ein Problem jahrelang, und das hat sich aber inzwischen gelöst. Und zwar der Paragraph 3.3 des Kreditwirtschaftsgesetzes sagte aus, dass jedes Guthaben auf einem Konto jederzeit in Bargeld, dem nationalen Bargeld auszahlbar war. Und das ist natürlich der Tod aller Verrechnungssysteme. Während jetzt gibt es ein neues Gesetz im Rahmen der elektronischen Zahlungsdirektive, was sagt, solange das nicht mit dem Euro zu tun hat, sondern ein geschlossener Kreislauf ist es legal, unter bestimmten Bedingungen. Und Hugo ist ein Mensch, der große Kaufhäuser, Hugo Gottschalk ist ein Mensch, der große Kaufhäuser berät mit seiner Firma in Kreditkartensystem, der ist immer auf dem letzten Stand der Diskussion des Rechts, was Zahlungssysteme anbelangt. Und er ist jetzt dabei, mit einigen Leuten noch einen Anlauf zu nehmen, so ein Wir-System in Deutschland einzuführen. So, anhand dieses Saber, und zwar einer Bildungswährung für Brasilien, würde ich gerne zeigen den Unterschied und auch wie, also ich finde, das ist so ein Beispiel, gerade wenn man diese beiden Beispiele vergleicht, um zu zeigen, wie unglaublich kreativ dieses ganze Gebiet von Währungsentwürfen ist. Also für mich ist das so, ich komme ja aus der Architektur und ich weiß, und das wissen Sie alle, man hat auch nicht nur ein Haus für alle Zwecke. Man hat auch nicht nur ein Auto für jeden Zweck. Und man hat auch nicht nur Klamotten für jeden Zweck, sondern man hat eigentlich für verschiedene Zwecke verschiedene Arten Häuser, Kraftfahrzeuge und Klamotten. Und warum sollten wir nicht auch Gelder haben für verschiedene Zwecke? Ich sage dann immer, das heutige Geld hat ein Hauptziel und das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und alles, was diesem Ziel nicht dient, ob das soziale, ökologische oder kulturelle Zwecke sind zum Beispiel, die haben es ganz schwer, an Geld zu kommen. Also warum können wir nicht Gelder entwickeln, die diesen Zielen dienen? Ja? Warum? Und zwar ohne, dass es den Staat wirklich was kostet. Und anhand dieser Währung kann man das meines Erachtens sehr gut begreifen. Also das war vor so etwa 4-5 Jahren, hat der Staat gesehen, dass eben diese 40% der Bevölkerung, die unter 15 Jahren sind, dass sie da einfach nicht genügend Geld hatten, um denen allen eine angemessene Erziehung angedeihen zu lassen. Und so hat man beschlossen, als die Mobilfunkindustrie privatisiert wurde, eine einprozentige Abgabe auf Mobilfunkrechnungen, dass die in einen Topf für Bildung gehen. Und dieser Topf hatte, nach 1 oder 2 Jahren, hatte er schon 1 Milliarde US-Dollar oder 3 Milliarden Reais, also in der Landeswährung. Und nun war die Frage, was macht man mit diesem Geld? Gibt man das den begabtesten Schülern? Gibt man das in die ärmsten Schulen? Gibt man das in die Universitäten? Oder was macht man mit dem Geld? Und Bernard Lietat, der Co-Autor von dem Regionalwährungsbuch, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite, hat zusammen mit einem Kollegen aus Buenos Aires einen Vorschlag entwickelt, nämlich Bildungsgutscheine auszugeben für Schülerinnen oder Schüler in den Schulen, die ein Potenzial für höhere Bildung haben, aber dieses Potenzial kann nicht realisiert werden, weil das Geld fehlt. Also haben die gesagt, wir geben diesen Schulen Bildungsgutscheine und diese Bildungsgutscheine dienen dazu, den Schülern, den Jüngeren, von den Älteren nach, nicht Nachhilfe, sondern einfach Förderunterricht zu erteilen,
Und dann die können, die diese Gutscheine bekommen, können das wieder bei den noch älteren und so weiter Schüler und Schülerinnen benutzen. Und so wälzt sich diese Milliarde als Bildungsgutschein durch die Schulen durch, die dazugehören. Und wenn es bei den 17-Jährigen angekommen ist, dann können die damit ihre Universitätsstudienplätze bezahlen. Und die einzigen, die diese Gutscheine zurückverwandeln können in Geld, sind die Universitäten. Und der Trick ist, der Umlaufimpuls ist eine Abwertung dieses Gutscheins, der gilt 12 Monate plus 4, und wenn das Schuljahr vorbei ist plus 4 Monate, verliert er 20%. Das heißt, der wird schnell ausgegeben werden, weitergegeben werden. Man kann ihn nicht in der Tasche behalten, man kann damit keine Autos in Japan kaufen, man kann nicht auf dem Weltmarkt spekulieren. Das ist ein Geld, das dient einem Zweck. Ja? So. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass das vielleicht 5-mal weitergegeben wird in einem Jahr, dann werden aus der 1 Milliarde wird ein Nutzen für Bildung von 5 Milliarden. Und wenn man jetzt noch mit den Universitäten verhandelt und sagt, ihr könnt ja doch die freien Studienplätze uns für die Hälfte geben, denn die kosten euch sowieso 10%, dann haben die Universitäten 40% gewonnen und dieses Bildungssystem und die Studenten haben auch 50%. Dann kann man sagen, hat man nochmal eine Verdoppelung des Nutzens auf 10 Milliarden. Und dann kommt noch eine interessante Tatsache. Man weiß aus der Forschung, aus der Lernforschung, weiß man, dass es so etwas gibt wie eine Pyramide. Und der ganz oben, also am unwirksamsten, sind Vorträge. Also wenn Sie der Durchschnitt sind, zum Durchschnitt der Bevölkerung gehören, dann behalten Sie aus diesem Vortrag jetzt 5%. Und das Allerwirksamste ist, wenn Sie etwas weitergeben. Wenn Sie also das Wissen weitergeben, behalten Sie 95%. Also das ist weit mehr als das Doppelte. Oder das ist so fast das Zehnfache. Man könnte also sagen, wenn man diese 10 Milliarden dann mal 10 nimmt, dann könnte man sagen, man macht aus der 1 Milliarde einen Nutzen für Bildung von 100 Milliarden. Das ist exponentiell. Bitte? Was ist das echt? Exponentiell. Exponentiell. Ja. Das ist exponentielles Wachstum im richtigen Bereich. Ja? So müssen wir das anfangen. Gut. Also, jetzt habe ich gedacht, an diesem Beispiel werde ich jetzt mal einen Vergleich machen. Wie unterscheidet sich dieser Saber, der ziemlich typisch ist für eine Komplementärwährung, vom Dollar oder Euro oder was auch immer? Also, die Komplementärwährungen sind in erster Linie nutzenstiftend statt geldprofitstiftend. Ja? Punkt Nummer 1. Zweitens sind sie begrenzt, und das ist ihr Vorteil, statt überall verwendbar. Sie sind nirgends gesetzliche Zahlungsmittel. Noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Aber sie sind jedenfalls immer begrenzt auf eine bestimmte Funktion. Dann sind sie meistens gebührengesichert, außer bei Zeitwährung und bei bestimmten anderen, die anders gesichert sind, statt zinsbringend. Das heißt, sie wachsen nicht exponentiell, sie tragen nicht zur Umverteilung bei und all diese Dinge. Viertens kann man sagen, also der Saber, wie der konstruiert ist, das kapiert eigentlich jeder. Ja, also sind sie transparent statt undurchsichtig erschaffen. Es ist ja nicht nur so, dass sich die Ökonomen darüber streiten, wie das heutige Geldsystem zustande kommt, sondern wir uns streiten uns ja auch untereinander. Ja? Es gibt ja eine heftige Kontroverse zwischen den Kreuzanhängern und den Anhängern des Fiat Money und so weiter. Und ich denke, kommt nachher noch, das wäre für mich so ein nächster Schritt, dass wir dazu mal ein wirklich Intensivseminar machen und uns entscheiden, was wir denn jetzt öffentlich sagen. Ja? So, also wir streiten uns, die Ökonomen streiten sich, und wer soll uns denn trauen, wenn wir untereinander nicht einig sind? Also dann als nächstes sind sie alle gemeinschaftsfördernd, nicht wahr? Bei dem Fourier-Kippo-System entstehen jahrgangsübergreifende Bezüge in der Schule und so weiter.
Und wenn man heute mit unserem heutigen Geld bezahlt, dann hat man mit den Menschen nichts mehr zu tun. Das ist auch eine Freiheit, das soll man gar nicht als nur negativ bewerten, aber es ist eben etwas anderes. Und das ist überall in allen Komplementärwährungen, sagen die Leute, das Beste ist, dass wir miteinander reden, dass wir plötzlich in Beziehung treten. Diese Währungen haben einfach eine andere Qualität, eine sozialere Qualität. Dann kann man sagen, sie sind inflationsdämpfend, denn sie sind ja auf jeder Stufe der Weitergabe immer hundertprozentig durch Leistungen oder Waren gedeckt. Und dann gibt es noch zwei wichtige Dinge. Sie sind leistungs- statt besitzgedeckt, das heißt, sie brauchen nicht ihr Haus zu verpfänden, sondern sie sagen, okay, ich erbringe da eine Leistung und schon sind sie mit in dem System drin. Und jetzt kommt das, was ich, die 5%, von denen ich möchte, dass sie die behalten. Und das ist, sie sind immer ein Gewinn für alle, sonst würden sie nicht funktionieren, statt nur für 10% der Bevölkerung, wie das heutige Geldsystem. Das ist für mich der wichtigste Anlass, sie zu propagieren und zu erfinden. Sie alle kennen die Sache mit Wörgl und wie das da lief mit dem, mit der Umlaufsicherung, mit den Marken drauf. Kennt das jemand nicht? Muss ich das erklären? Melden Sie sich, seien Sie mutig. Okay, dann kommen Sie nachher zu mir, ich erkläre es Ihnen. wenn nur einer das nicht versteht, dann machen wir das privat ab. Okay, müssen wir nicht alle langweilen. Ja, also die Erfolge für Wörgl waren mit dieser wunderbaren Idee von dem Unterguggenberger, die Arbeitslosigkeit wurde um 25% reduziert. Ich weiß nicht, ob das so übereinstimmt mit den Daten von Frau Spielbichler, aber jedenfalls die Gemeindeeinnahmen stiegen und die öffentliche Auftragsvergabe stieg auch. Ich zeige das auch nur deswegen, um nochmal darauf hinzuweisen, also was ich immer wieder wichtig fand, also diese Geschichte von dem Zins umzusteigen auf den Umlaufimpuls oder Fließimpuls, wir sollten uns jetzt wirklich auf eine Sache einigen. Fließimpuls finde ich auch nicht schlecht. Umlauf, es ist für viele Leute leichter zu begreifen als Umlaufimpuls. Für mich ist das der Salto Mortale im Kopf. Ja? Also wie man, dass man Leute überzeugt, dass das eigentlich die bessere Lösung ist, um das Geld am Fließen zu halten. Und dazu benutze ich immer diese Zinstreppe. Das hat übrigens ausnahmsweise mal Helmut Kreuz von mir übernommen, weil ich das erklären wollte in meinem allerersten Buch. Und das ist eine der wenigen Ideen, die ich ihm gegeben habe, dass man zeigt, da gibt es eine Anreiztreppe, um den Zins möglichst langfristig anzulegen. Und hier gibt es dieselbe Anreiztreppe, nur eben unter Null. Ja? Also statt 0% für Bargeld bezahlt man da eben 6% und 3% für kurzfristige Anlagen. Plus kriegt man da 3% minus, aber auch der Unterschied bleibt bei 3%. Und statt für langfristige Anlagen im Durchschnitt vielleicht 6%, bezahlt man da 0%, beziehungsweise das würde dann um 1% schwanken, um die Nachfrage zu regulieren. Das heißt, der Zins könnte dann unter Null sinken. Und das würde, dann kommt natürlich immer diese Argumentation, ja, das haben wir doch heute mit der Inflation schon, dass das Geld weniger wert wird. Aber sieht man sich mal an, der durchschnittliche Bargeldbestand in Deutschland bei 6.000 Euro pro Haushalt, wenn die 5% bezahlen müssten, man kann die ja auch vermeiden, indem man das Geld zur Bank bringt, wenn man es nicht braucht, dann wäre das ein 300 Euro Kosten pro Jahr. Und wenn man die Geldvermögen nimmt und da eine Inflation, der Durchschnitt sind eben 200.000 Euro pro Haushalt und darauf eine Inflation von 5%, wäre ein Verlust von 10.000 Euro. Das ist doch ein gewaltiger Unterschied, 300 Euro oder 10.000 Euro. Wobei natürlich im zweiten Fall auch diejenigen, die da also sehr viel Geld besitzen, eigentlich mehr zur Kasse gebeten werden. Wobei ich immer denke, das stimmt auch nicht, weil diese Leute, die eben, sagen wir mal, diese riesigen Geldvermögen haben, die finden schon inflationssichere Häfen für ihr Geld und werden das auch nicht bezahlen. Aber das nur mal als Hinweis darauf, wie man dem Argument begegnen kann, Inflation und Umlaufsicherung seien dasselbe.
Und das Entscheidende an der Umlauf, an dem Umlaufimpuls, habe ich das da noch gelernt, ist, Einnahmen gehören allen, die Verlagerung der Geldbestände in die Banken. Das heißt, endlich könnten auch die Zentralbanken besser ihr Geld, ihre Geldschöpfung steuern. Und der Zins kann eben um 0 plus minus 1% pendeln und die Geldmenge wird steuerbar. Ja, das ist also Helmut Kreuz. So, ich dachte, eigentlich würde ich ja zu gerne Ihnen noch einen Film zeigen über eine Regionalwährung, den Chiemgauer, der besonders gut funktioniert. Wir müssen mal gucken, ich wollte unter den beiden Vorschlägen, die ich nachher habe, Ralf Becker bitten, nochmal zu seiner Kampagne-Sache vorzustellen. Also es gibt in Deutschland immer so um die 20, 30 emittierende Initiativen, also die schon ihr Regionalgeld ausgeben und etwa dieselbe Menge noch an Initiativen, die das planen. Die sind im Regiogeldverband mehr oder weniger verankert. Das Problem ist wirklich, dass der Verband sehr wenig Geld hat, um da groß Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber sie funktionieren, die meisten funktionieren eben nach dem Chiemgauer Modell, Euro gedeckt, es gibt auch leistungsgedeckt, es gibt auch gemischte Formen. Ich denke, da sind ja auch einige Vorträge hier. Ich will da jetzt also nicht alle zu sehr langweilen, weil diese Vorträge waren sehr detailliert. Frank Jansky vom Verband hat über die Probleme geredet, die auch auftreten. Also das größte Problem bei der Regionalwährung ist eigentlich, wer führt das ein? Wenn da nicht jemand das propagiert, der glaubwürdig ist in der Gemeinschaft, wird es sehr, sehr schwierig werden. Und es muss jemand auch sein, der vielleicht im Anfang zumindest finanziell unabhängig ist und seine Zeit da investieren kann, ehrenamtlich. Also im Chiemgau, der Christian Gellery hat jahrelang auch schon, als das ganze Ding lief, nicht mehr als 500 Euro nach Hause gebracht, wenn seine Frau nicht gearbeitet hätte und so weiter, wäre das sehr schwierig geworden. Aber vielleicht gibt es ja auch Pensionäre, die Spaß haben. Also wenn man solche Leute hat, die noch gut Zeit haben. Es dauert 5, 6, 7 Jahre, bis so eine Sache sich so irgendwo selber trägt. Aber ich zeige Ihnen gleich noch andere Modelle, wo Leute tatsächlich auch Geld damit verdienen, dass sie eine neue Währung einschaffen. Was mich am meisten gefreut hat im letzten halben Jahr, war tatsächlich dieser Vorschlag von Christian Gellery und Thomas Mayer, der ein bisschen anders ist als der von Herrn Behrendt, was er heute Nachmittag hier vorgestellt hat, weil er nicht davon ausgeht, dass die griechische Drachme unbedingt abgewertet, also erstmal, dass der Staat bankrott gehen muss oder Insolvenz anmelden muss, genau. Und was ich spannend finde an Ihrem Papier, was unter dieser Webseite www.eurorettung.org zu finden ist und jetzt in Englisch, Griechisch, Portugiesisch, Deutsch, ist, dass dieser Vorschlag, den ich sehr, sehr detailliert und gut finde, der wäre ohne die Erfahrungen, die die im Chiemgau gemacht haben, mit dem Chiemgauer nicht möglich gewesen. Das hat mich doch sehr gefreut, dass das jetzt auch so in so eine andere Größenordnung übertragbar ist. Und ganz kurz ein paar ausländische Beispiele. In Brasilien, in der Nähe von Fortaleza, gibt es eine Favela, die heißt Palmas, also ein Conjunto Palmas. Und da ist eine regionale Währung eingeführt, wo also mit 32.000 Einwohnern machen die das und da haben die also die 46.000 Palmas ausgegeben, das sind etwa 20.000 Euro seit 1998 haben sie 1.800 Arbeitsplätze geschaffen, 2.500 Jugendliche ausgebildet und eine intern, also das Interessante ist, die haben vorher über 80% außerhalb der Favela eingekauft und jetzt haben die einen internen Warenumsatz von 93%. Und wenn Sie da mehr drüber lesen wollen, also Banco Palmas, da habe ich ein L vergessen, das heißt nicht Palmas, sondern Palmas. Das habe ich heute Morgen noch reingetan, weil das Spannende ist eben tatsächlich, dieses Beispiel in Brasilien
findet jetzt in Brasilien 66 Nachahmer, also an 66 Orten wird das benutzt und ich glaube, das ist auf der nächsten Seite, ja, sie haben eine Gerichtsentscheidung hinter sich, wo das Gericht entschieden hat, das ist rechtmäßig und die Zentralbank hat sich entschuldigt. Und die Grundprinzipien, dass sie eben eine eigene, das ist kein Nationalbank, währungsgesichertes Geld, sondern die schaffen ihr eigenes Geld. Das ist also Eva Maria, wo ist sie? Das ist die Guthaben, das ist eine Guthabenschöpfung sozusagen. Die Kaufleute beschließen einfach, das ist das Geld, was sie in Umlauf bringen, das wird, und das wird in den Umlauf gebracht und wird rausgegeben, hauptsächlich für kleine und mittlere Unternehmen. Und für Leute, die vom Staat Unterstützung bekommen, also für die Ärmsten der Armen. Und das Ziel ist eben eine finanzielle Nachhaltigkeit. Und das ist auch im Grunde ein charismatischer Führer. Eva Maria, wo ist sie denn? Du hast den Namen heute genannt. Wie hieß der? Genau. Ja, also man kann fast sagen, bei all diesen Beispielen, es braucht eine Seele, es braucht einen Menschen, der sich das zum Ziel macht und sagt, und ich ziehe das durch gegen alle Widerstände. Und das ist da eben auch passiert. Dasselbe auch in Belgien gibt es diesen Res, das ist, also kommt von Res Publica, öffentliches Interesse. Das ist ein Mann namens Walter Smits, der seit 1995, wie viel Pleiten der Mann hinter sich hat, es wird alles in dem neuen Regionalwährungsbuch, wenn das überarbeitet ist, erscheinen, unglaublich. Aber der hat 5000 Firmen jetzt und 100.000 Konsumenten. Das Vorbild ist die Wirbank, aber die Wirbank hat keine Konsumenten, die hat nur Firmen drin, während er hat es geschafft, die Konsumenten einzubinden. Und der ist auch durch mehrere Gerichtsverfahren durch und alleine der Bankstatus, der ihm eines Tages dann verliehen wurde, das hat ihn 450.000 Euro gekostet, aber die haben gesagt, das ist es uns wert. Er beschäftigt 25 Vollzeit angestellte Menschen und hat einen Umsatz von 35 Millionen Euro inzwischen. Aber das ist eine richtige, unglaubliche Geschichte und der war auch, den hat es so geärgert, dass er bei einer Unternehmung, die er selber gegründet hat, von der Bank nicht die geringste Unterstützung bekam, sondern im Gegenteil, die Bank hat ihn so richtig auflaufen lassen und in die Pleite getrieben und hatte gesagt, und das werde ich ändern und ich werde eine Währung für die kleinen und mittleren Unternehmen schaffen, die denen hilft und das ist eigentlich seine wirkliche Motivation. Er macht dabei aber inzwischen auch Geld, aber es ist wirklich dramatisch gewesen. Ich habe ihn getroffen vor einigen Jahren und er hat unglaublich viel gelesen und gelernt, ist nach Australien gefahren und so weiter. Es gibt, und jetzt komme ich noch auf eine Sache, die normalerweise in unseren Kreisen überhaupt nicht erwähnt wird. Und das ist eigentlich das Bartergeschäft. Das sind Barterwährungen, sind ja im Grunde auch neue Währungen. Und diese Leute machen das aber in erster Linie auch, um damit auch Geld zu verdienen, was also bei den Regionalwährungen in den wenigsten Fällen die Motivation ist. Es sind Handelskredite in einer eigenen Währung und das Ziel dieser Leute ist, dass die Geschäftsleute die Ressourcen nutzen, die ungenutzt bleiben im heutigen Geldsystem. Und diese IRTA, diese internationale Reciprocal Trade Organization, hat inzwischen einen jährlichen Umsatz von 12 Billionen Euro. Das ist doch immerhin etwas. Und ich finde einfach nur, wir sollen die zur Kenntnis nehmen. Es sind andere Menschentypen, muss ich wirklich sagen. Ich war eingeladen nach Norwegen zu einer Konferenz, wo wir alle gleichermaßen Vorträge halten durften und auftraten. Es sind nicht solche sympathischen Menschen wie die von, sagen wir mal, nicht unbedingt von Eigennutz getriebenen Menschen, die andere Währungen einführen. Aber ich habe da eine spannende Chinesin kennengelernt, die in Singapur oder in China sogar. Diese Frau geht hin, also das muss man sich vorstellen, zu den Städten, zu den Stadtverwaltungen und sagt, ihr habt doch diese riesigen Fußballstadien und Convention Centers, also so Hallen und sowas. Wann braucht ihr die? Und dann sagen die, ja, in diesem Jahr, dann haben die alle Daten schon. Und dann geht sie hin und verkauft
die Zeiten, die nicht besetzt sind von den Inhabern, von dem Staat, verkauft sie dann an Geschäftsleute, die da auch irgendwelche Ausstellungen machen wollen oder sowas. Macht damit fantastisch Geld, nutzt die Einrichtungen besser. Also eigentlich ein ganz ökologisches Geschäft. Und das gehört, und in der Richtung läuft das also da bei ganz vielen Leuten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da inzwischen meinen Frieden mitgeschlossen. Warum sollen nicht Leute auch mal mit sowas Geld verdienen? Es ist ja auch nicht anrüchig. Aber ein Grund, warum das eine lange Zeit ein Geschäft war, wo man nicht so gerne reinging, war, dass doch einige Leute das absolut missbraucht haben und dann irgend so einen Exchange aufgemacht haben und dann nach einigen Jahren einfach mit dem Gewinn oder mit dem Geld abgehauen sind. Also man muss da schon ziemlich aufpassen. Ja, und die haben jetzt diese Aberdeen-Geschichte, die haben jetzt auch ein Global Exchange Trading System organisiert, wo 20 Organisationen weltweit dazugehören. Und was die dann verkaufen, ist praktisch die Software, die Systeme, die Regeln, die freiwillig akzeptiert werden müssen. Aber wenn man die einmal akzeptiert hat, dann werden sie auch durchgesetzt und sei es, und wenn es notwendig ist, auch mit Gerichtsverfahren. Und das ist total wichtig, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass die alle die Regeln einhalten. Und das muss man einfach mal so sagen. Das wesentliche Kriterium ist Transparenz, also Vertrauen wird ja nur entstehen durch Transparenz und so, das sind die Namen. So, als letzter Punkt. Warum brauchen wir viele Währungen? Also es gibt ja Leute, die sagen, um Gott, deswegen jetzt haben wir den Euro, jetzt sollen wir da auch noch eine Regionalwährung, dann vielleicht noch eine Bildungswährung, ist ja alles nur furchtbar. Wir sind so gewöhnt an das eine Geld, was alles macht. Ja? Und natürlich ist das erstmal technisch überhaupt kein Problem heutzutage. Wir können natürlich, so wie früher es Wechselstuben gab an den Grenzen, können wir heute Clearinghouses machen, die, wenn jemand zu viel Geld in der Bildungswährung hat, weil er da unterrichtet hat oder sowas und braucht es aber in der Gesundheitswährung, dass der das darüber verrechnen kann, ist alles überhaupt kein Problem. Aber das Hauptproblem hat auch Bernard Lyotard vor ungefähr einem Jahr zusammen mit einer Gruppe entwickelt von Leuten, die Systemanalytiker sind, Physiker, Biologen, die haben jahrelang geforscht über die Bedingungen, unter denen komplexe Systeme nachhaltig werden. Und das Ergebnis war, also wenn man 0% Nachhaltigkeit und 100 hat auf der Y-Achse, hat man auf der X-Achse zwei polare Tendenzen. Das eine ist Resilienz, Vielfalt, Verbindung, Urwald, und Effizienz, Rationalisierung, Monokultur, Wald. Und dann gibt es da eine Kurve und das Optimum ist leicht verschoben in Richtung Resilienz, in einem Fenster von Vitalität, in einem Vitalitätsbereich, wo der Punkt schwanken kann. Mal geht er mehr in Richtung Vielfalt, mal mehr in Richtung Effizienz. Und das Problem mit unserem Geldsystem ist, dass wir das effizienteste Geldsystem haben, was die Welt jemals gesehen hat. Ja, also wir können Milliardenbeträge in Sekunden um den Erdball jagen. Ja, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Unglaublich. Aber es ist so effizient, dass es uns auch sehr effizient in den Abgrund fahren kann, weil wir haben ein System. Und wenn dieses System zusammenbricht, haben wir nichts anderes. Das heißt, wir brauchen tatsächlich möglichst noch eine Reihe von anderen Systemen, auf die wir dann zurückfallen können. Und das heißt, mit unseren komplementären Währungen versuchen wir Richtung, diese ganze Geldgeschichte wieder Richtung Optimum komplexer Systeme zu fassen. Ja, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe zum Thema Geld ohne Zinsen. Dann habe ich noch geglaubt, dass wir von oben runter diese Sache vielleicht verändern können, dieses Geldsystem. Dann habe ich über die Jahre, das war 1987, ist das Buch entstanden. Dann habe ich gewartet bis 2001, habe zwischendurch noch diese Professur in Hannover gemacht, 11 Jahre lang, weil sie überhaupt nichts tat und ich war so frustriert, dass ich dachte, das tut sich so viel. Aber 2002... Man braucht ja nicht unbedingt hellseherisch zu sein. Man braucht ja nur das exponentielle Wachstum zu verstehen. 2002 wusste ich, jetzt geht es sozusagen in die Endphase. Und dann habe ich meine Professur an den Nagel gehängt
und habe dann 2003 zusammen mit Bernard dieses Regionalwährungsbuch geschrieben, was jetzt so eine Art so eine Art Handbuch geworden ist für Leute, die Regionalwährung einführen und gerade jetzt in Englisch übersetzt wird, und dann werden wir diese englischen Updates auch nach Deutsch, in Deutschland, glaube ich, noch haben werden. Und dieses Buch habe ich vor Weihnachten in ganz kurzer Zeit geschrieben, weil ich mir gesagt habe, ich kann doch nicht 30 Jahre an so einem Thema arbeiten und jetzt den Leuten sagen, ja, dann müsst ihr dies und dieses Buch lesen, sondern ich wollte was schaffen, was man auf der Fahrt von Hamburg bis Frankfurt durchgelesen haben kann und wo man dann wirklich die grundsätzlichen Sachen hat. Und so ist das zustande gekommen. Und ich sage, es ist nicht für die Leute, die sich schon da lange mit beschäftigt haben. Es ist für Leute, die sich überhaupt noch nicht mit dem Thema auskennen. Und es ist für die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, aber es anderen nicht erklären können. Für die ist es auch sehr gut. Also die können das dann auch wunderbar weitergeben. So, und das ist bei Camphausen erschienen. Und vielen herzlichen, also jetzt kommt noch mein letzter Teil. Der letzte Teil des Vortrags war, dass ich sagen wollte, den Hauptvorschlag, ich habe zwei Vorschläge und dann kommt Ralf Becker dran mit seinem Vorschlag, den er heute gemacht hat, den ich so genial finde, wie nur was. Und zwar die zwei Vorschläge, die ich habe, sind erstens, dass wir uns auf eine Begrifflichkeit einigen, dass wir endlich die Hauptstichworte, weil das große Problem ist, Menschen, die verschiedene Leute hier hören, die denken, das sind völlig unterschiedliche Ansätze. Aber wir haben im Grunde genommen ein gemeinsames Interesse und wir sollten uns endlich darauf einigen, diese Begrifflichkeit, das wäre sozusagen der erste Wunsch. Der zweite Wunsch ist, dass wir uns eben mit der endlich klar werden, wird es jetzt aus nichts geschöpft oder wird es das nicht? Oder hat Helmut Kreuz recht, der sagt, nein, nein, das ist alles völlig in Ordnung und guckt euch doch mal die Bilanzen an. Und wenn man die Bilanzen anguckt, dann haben die wirklich so viel auf der Haben- wie der Soll-Seite. Also ich denke, da sollten wir endlich mal, ich glaube, es ist eine Definitionssache. Ich habe das schon einmal bei einer Konferenz durchexerziert mit Bankern und da sind wir uns auch nicht richtig einig geworden. Aber es ist jetzt einfach nicht mehr die Zeit, dass wir uns dadurch auseinander dividieren lassen sollen, sondern ich bin wirklich dafür, dass wir uns dann irgendwann mal entscheiden. Und dann kommt der dritte Vorschlag von Ralf Becker, den ich so toll finde und der so reinpasst hier in das Ende dieser Veranstaltung auch. Und da wollte ich Ralf bitten, ob er da 5 Minuten noch zu reden kann. Ralf hat mehrere Kampagnen gemacht, Erlassjahr-Kampagne, er hat heute von 3 Kampagnen berichtet, die er selbst mitgestaltet hat. Und Ralf, würdest du so nett sein und uns das vielleicht noch kurz erläutern? Ja. Ja. Kleiner Applaus. Ja, wen wundert's? Ich bin natürlich auch über Margret in diese Bewegung reingekommen, über ihr Buch. Und habe eben vorher mitgewirkt an einer Kampagne von diesen 3, die ich vorgestellt habe. Und zwar war es 1984 ja die erste Pleite eines Staates, Mexiko wirklich, jetzt in der Neuzeit, sage ich mal, nach den großen Weltkriegen. Und als Entwicklungspolitiker hat mich das sehr interessiert. Und es gab so 8 Fachorganisationen, die bis 1992 in einem Arbeitskreis Entwicklung braucht Entschuldung, dieses thematisiert haben, was eben in Entwicklungsländern passiert, die eigentlich überschuldet sind, so wie jetzt Griechenland. Dass sie eben wirklich ausgepresst werden wie die Zitronen. Es hat aber in der breiten Öffentlichkeit nie jemanden interessiert. Dann haben selbst Banker irgendwann gesagt, ja, so ein Schuldenschnitt wäre wohl sinnvoll, aber kriegt ihr nie durch in der Öffentlichkeit, geht gar nicht. Und dann hat also dieser Verbund von 8 Organisationen, den ich wirklich in der Größenordnung so sehe, wie jetzt auch wir in der Freiwirtschaft, hier sind ungefähr 8 Organisationen, die Unterschiedliches einbringen, die haben damals eine Zeitungskampagne gestartet und haben also für eine ganzseitige Zeitungsanzeige, damit das Thema mal in die Öffentlichkeit kam, haben die also Geld gesammelt und ich weiß nicht, 500 oder 1000 Unterstützer gefunden.
Mit diesem Fundus und mit diesem Erfolg, man war wirklich mal in die Öffentlichkeit gekommen mit diesem Thema, hatte man da diese ganzen Adressen und daraus ist dann die Alassia-Kampagne entstanden, 1996, wo man gemeinsam mit diesen 8 Organisationen, haben wir 2 Jahre lang zusammengesessen, wie könnte eine gute Kampagne aussehen und haben es dann geschafft, von 1996 bis 2000, 2000 Trägerorganisationen, Mitgliedsorganisationen in Deutschland zu finden, die also dieses Ziel unterstützt haben, dass weltweit die hochverschuldeten Entwicklungsländer entschuldet werden müssen, so wie jetzt Griechenland. Und es ist tatsächlich gelungen, dass diese 8 Trägerorganisationen 2000 andere Organisationen gebündelt haben, die wiederum 50.000 Leute mobilisiert haben zum G8-Gipfel 1999 in Köln. Und dann haben die G8-Staaten wirklich einen Schuldenerlass für die Entwicklungsländer beschlossen. Der ist nur bei 20 von 40 Ländern durchgeführt worden. Aber immerhin, diese Kampagne hat es geschafft, dass alle G8-Finanzminister zu einer Anhörung, zu einer Podiumsdiskussion dieser Kampagne gekommen sind. Also aus der ganzen Welt sind die angereist. Da sieht man also, was eine Bündelung von Kräften wirklich erreichen kann. Ja? Und das Thema ist heute noch aktuell. Der wesentliche Erfolgsfaktor war, dass man auch gesagt hat, wir machen eine Kampagne, nicht einen Verein auf Ewigkeit, sondern sich dann einmal auf eine Zeitungsanzeige wirklich gezielt hingearbeitet hat, mehrere Monate, und hinterher hingearbeitet hat. Wir haben gesagt, im Jahr 2000 ist diese Kampagne vorbei. Wenn du dich verpflichtest mitzumachen mit Personen, finanziellen Ressourcen, dann kannst du was beitragen zum wichtigen Thema und dann bist du wieder frei. Danach haben 1000 Organisationen weitergemacht, immer noch unter alassia.de und kämpfen jetzt für ein internationales Insolvenzrecht. Ich finde, die Zeit ist für uns gekommen, dass wir ähnlich wie damals mit diesem Fachthema Entwicklung braucht Entschuldung, jetzt auch mit unseren Themen vielleicht einmal über eine Kampagne in die Öffentlichkeit gehen. Einen ähnlichen Erfolg hat auch gehabt, jetzt jüngst ausgezeichnet, EWS Schönau, die Elektrizitätswerke Schönau. Das waren ja die Stromrebellen, die haben es das erste geschafft als Dorf, einem großen Atomenergiebetreiber eben das Stromnetz vor Ort abzukaufen. Und die haben die Preise immer in die Höhe geschraubt, sodass es fast gar nicht mehr möglich war, das wirklich in die Tat umzusetzen. Und dann hat auch diese Initiative, diese kleine Initiative, mit Unterstützung der GLS Bank die Idee bekommen, fragt doch mal große Werbeagenturen, ob die euch nicht eine Zeitungsanzeigenkampagne kreieren. Das haben die dann umsonst gemacht. 15 Agenturen von den 50 größten haben damals sich bereit erklärt, das war 4 Jahre nach Tschernobyl, ja, haben sie gesagt, Mensch, wir machen euch das kostenlos, weil wir das so eine tolle gesellschaftliche Initiative finden. Und dann haben die eben über mehrere Monate lang haben die Zeitungsanzeigen geschaltet, wo Einzelpersonen, ein Bauer, ein kleines Kind, einfach nur mit der Zeile, ich bin ein Störfall, dafür geworben haben, ja, ich will aus diesem System atomgetriebener aussteigen und ich will was Eigenes machen, was anderes. Und dann sind 1,6 Millionen D-Mark damals gespendet worden. Das wären heute also wer weiß wie viele Millionen Euro wert. Das heißt, da hat eine bundesweite Mobilisierung stattgefunden von Menschen für dieses Thema, wir steigen aus der Atomenergie aus. Wozu das geführt hat, habt ihr jetzt alle mitgekriegt, das sind natürlich Prozesse, aber meine Idee ist, meine Vorstellung, und damit will ich mich nächste Woche bei der INWO auch bewerben für einen Vorstand, dass wir als freiwirtschaftliche Organisationen gemeinsam so einen Rahmen vereinbaren bis zum Sommer. Was für eine Art Kampagnenausschreibung wollen wir machen? Ganz offen oder sagen wir, Mensch, wir wollen jetzt mal eine gemeinsame Zeitungsanzeigenkampagne machen. Da habe ich heute Morgen zum Beispiel mal eine Idee vorgestellt, was wir da machen könnten. Und dann würden wir vielleicht vor dem Sommer einen ganzen Kampagnentag machen, wo jeder aus unserer Bewegung, der eine Idee hat für solch eine gemeinsame Kampagne, kann das vorstellen. Anschließend machen wir eine Urabstimmung in all unseren Organisationen, welche Kampagnenidee kriegt die meisten Unterstützer und die machen wir dann auch gemeinsam. Und der Vorteil ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir sagen, wir machen jetzt ein Jahr lang Zeitungsanzeigen, es wahrscheinlich ist, dass wir uns alle darauf einigen könnten, welchen Begriff für die Geldumlaufsicherungsgebühr verwenden wir jetzt. Sagen wir jetzt Fließgebühr oder Umlaufgebühr oder Umlaufgeld. Also für so eine begrenzte Zeit kann jeder mal über seinen Schatten springen und sagen, ja komm, damit wir uns jetzt irgendwie zu Potte kommen, das machen wir. Der Vorteil von so einer Kampagne ist einmal nach außen, dass ich wirklich mal ganz neue Leute erreichen kann. Ich steige aus meinem 10, 20 Jahre Trott, was ich schon immer mache, eine Zeitschrift
oder irgendwie Vortragsveranstaltungen. Ich kann kreative Energien freisetzen, das haben wir heute Morgen hier erlebt. Ja, die Juliane hat da vorne schon aufgeschrieben, es kamen Ideen, wir machen eine große Radsternfahrt nach Frankfurt. Wir machen Sit-ins auf Marktplätzen. Also kann mit so einer Kampagne wirklich mal viele kreative Leute aus der Reserve locken, die sonst in unseren Bewegungen eher in der zweiten Reihe sind und eben nicht Vorträge halten können, das können nicht so ganz so viele. Und so kann ich also einerseits nach außen was bewegen, ich komme auf ganz neue Plätze, auf ganz neue Menschen und ich kann auch innen neue Menschen motivieren und ich kann vor allem mal gemeinsam erfahren, was also wir für eine Kraft haben und auch nach außen mal wirklich was Neues machen können. Und das ist einfach meine Einladung, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal alle Organisationen irgendwie kontaktieren werden und bitten werden, lass uns doch mal zusammensetzen, kreieren, wie wir so einen Kampagnentag zusammen organisieren und dann starten wir mal diese Initiative. Danke, Margaret, für die Zeit.